und herzlich willkommen zu einer neuen Soundmod-Vorstellung. Diesmal für den MAN TGX und wir wollen einfach mal reinhören, oder? Starten wir jetzt einfach mal den Diesel. Was ist schon mal dabei? Das ist auf alle Fälle eine andere Hupe wie die von SCS. Achtung! Oh, Moment. Ja, wir wollen jetzt mal fahren. Ich habe jetzt hier natürlich sequenziell, wo ist hier meine Schaltung? Ich vergesse meine Schaltung. So, wir fahren jetzt einfach mal los. Wir fahren jetzt hier mal ein paar Meter. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen hier. Rausfahren hier aus Nürnberg. Und dann schauen wir noch gleich mal hier. Ist natürlich der Original SCS MAN. Ich habe jetzt hier irgendwie kein Mod genommen. Nein, wir wollen es alles original halten, wenn möglich. Ja. So. Jetzt schalt um hier. Es geht schön. Oh, meine Pedale sind verrutscht. Oh, jetzt geht's wieder. So, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen. Kurz mal von außen, das wird besser. Also ob sich so der MAN TGX anhört. Ich war schon mal drin, ist aber schon eine ziemlich lange Zeit her. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das dem Sound nahe kommt. Bin mir gerade nicht sicher. Die Hupe sowieso nicht. Wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn drauf, dann gucken wir nochmal. Klingt wie eine Mischung aus Rasenmäher und Motorschaden. Trotzdem 540 PS Motor. Dauert halt ein bisschen. Bei 80 angereicht, angekommen. Was ist das? Also ich komme schon gesagt mit diesem Soundboard nicht ganz zurecht. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt hier nochmal auf die Autobahn drauf, aber ich soll ihn einfach mal vorstellen und ihr wisst ja, es entscheidet ja nicht ich, sondern ihr da draußen. Und ihr sagt, ja, das könnte hinkommen oder könnte nicht hinkommen. Also ich bin der Meinung, kommt nicht hin. Das ist übrigens schon Version 2. Da will ich jetzt gar nicht mehr wissen, wie Version 1 klingt. So, jetzt fahren wir trotzdem nochmal drauf hier. Also es ist wie schon gesagt die Version 2 vom MAN TGX Soundmod.
dürft ihr selber entscheiden. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin nur derjenige, der es präsentieren soll. Entscheiden tut es dann immer die Community und ihr sagt, ja, ist genau das, was wir suchen. Oder ihr sagt, schlechter Mord, schlechter Mord. Ne? So sieht es halt nun mal aus. Dann will ich jetzt hier gar nicht weiter drauf eingehen. Ihr habt die Qual der Wahl entscheidet, moderiert, kommentiert und dürft ihr natürlich eure Meinung dazu dalassen. Falls noch Fragen sind, einfach kommentieren. Ansonsten nichtsdestotrotz vielleicht trotzdem Daumen da lassen und ein Abo für den Kanal würde ich mich freuen und natürlich die Glocke drücken, ne? dass du mal Bescheid wirst, wenn neue Videos kommen oder zum Beispiel neue Livestream. In diesem Sinn wünsche ich einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.